Wow, Ike war wieder ein Profi. Warum? Ich habe Desktop-Audio ausgemacht, aber das Mikro angelassen. Und normalerweise machst du es andersherum, oder? Ja. Kannst du eigentlich beides ausmachen? Nee, weil ich die Musik ja immer laufen lasse. Also. Ich hoffe, man hat nicht gehört, wie ich in der Küche Sachen ausgepackt habe. Also, Discord hattest du dich, glaube ich, gemutet? Ja, komplett. Gehört. Ich habe gerade den neuen Sandwich-Maker ausgepackt, der heute ankam. Den ich für lau gekriegt habe. Und, sieht gut aus? Bombe. Ich frage mich nur, für was die dritten Platten sind, die man da reinmachen kann. Ich habe immer für Sandwich, immer für Waffeln und dann habe ich so eine Grillte. Ne? Ich weiß nicht, ob ich Ein Grill. Kann ich da drin eine Bratwurst machen oder Steaks oder sowas? Ja, genau, solche Bratwurst, wo man dann halt so vorsichtig drüber klappt, dass die gleichzeitig von beiden Seiten gegrillt werden. Irgendwie so ist das. Cool. So ein Indoor-Grill-Art. Fetzt. So, mein Ei hat Risse. Ich bleibe jetzt extra. Das klingt schmerzhaft. Ich bleib jetzt ganz nah bei dem Ei stehen. Ich hoffe, es klappt. Straddler, wie viel von den Skates brauche ich? 4 Stück, ich habe nur 2. Ah, okay, Moskito und so einen komischen Vogel noch. Da ist die Rakete. Also die Rakete würde ich heute gerne noch bauen wollen und auf ihr reiten. Rakete? Ja, die Straddler-Rakete. Also. Right is Straddler-Board. Oder. Keine Ahnung, Rakete, Hoverboard, keine Ahnung, was das ist. So. Crimson Mosquito, ja. Encounter Crimson Mosquito heißt. Encounter. Begegne einem Crimson Mosquito. Ja, ach, das ist doch easy. Immer ins rote Biom. Ich habe immer noch diesen Frosch. Für irgendwas war der Frosch. Für irgendeine Quest, das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr wo. Swipperno Swipping. 1 von 10, ich weiß nicht, was das ist. Showfly, das sind, glaube ich, die Fliegen. Attempt Murder, was ist das? Right the Strider, hab ich gemacht? Hallo, ich will die Quest haben. Scheiße, wenn das nicht funktioniert. Was ist denn das überhaupt für eine Quest? Ist das Feed the Beast? Ja. Ah, okay. Na komm, Krogi. Schlüpf jetzt mal. Krogi. So, die Tropical Fische brauche ich noch für später. Die werden dann weggepackt. Der Honig kommt auch erst einmal hier rein. Fackeln kommt dahin. Das war das Baby-Krokophant. Nein, ich bin aufs Ei gesprungen. Macht nichts. Das ist kaputt gegangen. Ist es eh nicht. Das Ei ist kaputt gegangen, Darko. Echt? Ja.
Scheiße. Ich muss meine Trauer, mein Frust, meine Wut jetzt irgendwo rauslassen. Ich bin nicht da. Wer? Ich weiß. Da. Hi Elefant, die Viecher. Nein, der Decke. Diese Penisdinger an der Decke. Ey, ich bin gerade erst da angekommen. Ey, was? Weh! Wehe. Was kann ich dafür? Was können wir dafür? Ich habe nicht mal gelacht. Alter, ey. Du hast aber noch 3 Stück, oder? Ja. Gerade so. Mann, jetzt! Es war aber pures Glück, dass ich die 3 hatte. Ah. Was denn jetzt? Du kannst mit Slashback zurückgehen, das weißt du. Oh. Ja, das sag ich jedes Mal, mit Slashback kommt man zurück. Und jedes Mal wusste ich es nicht. Dago. Zuhören. Das solltest du vielleicht mal lernen. Weißt du, dass das Mobbing ist? Nein, es ist nicht. Ich sage nur die Wahrheit. Du solltest mal zuhören. Auch wenn ich manchmal viel Scheiße rede, du solltest zuhören. Ja, du hast gerade die Frage selbst beantwortet. Ich höre doch nicht zu, wenn du den halben Tag Scheiße laberst. Den halben Tag? Nee, ich rede den ganzen Tag Scheiße. Nein! Das macht's nicht besser. Das hast du jetzt schon wieder verbrochen. Nix. Hä? Ich geb Slash Home ein und komm bei dir raus? Ich bin bei dem Elefanten gerade rausgekommen. Was? Hä, ich hab doch Home eingegeben. Wieso bin ich? Ich hinterfrag's nicht. Oh. Okay. Nochmal, was wollte ich jetzt machen? Ach, nochmal so eine Straddler fangen und... so ein rotes Biom, Crimson Mosquito. So. Welche Richtung war das rote Biom? In diese Richtung. Warum bin ich in ein Lavaloch gefallen hier? So, schön. Muss ich da nur noch wieder ausleuchten? So. Oh, warte mal, in dem roten Biom sind noch wieder die Schweinemenschen. Kann sein. Oh nee. So. Da lang. Und dann graben wir uns hier durch. Ich muss eine Gebrauchsanweisung für die Strecke machen. Schwein gehabt. Warum? So einfach nur die Strecke lang fahren. Ja, eben, das. Ja. Das beantwortet alles.
Bin ich jetzt langsamer immer noch nicht beim roten Biom, lol. Da drüben ist es. Da muss ich hin. So, begegne im Crimson Mosquito und dann darf ich die Viecher bestimmt noch klatschen. Ich hab keine Puller mehr. Was hast du nicht? Puller mehr. Ich hab mich gerade versprochen. Ah ja, versprochen. Nein, blauer. Oh Mann. Hast du zufällig noch weißen oder orangen Cockpit? Nein. Ich hatte nur das, was ich dir da gegeben habe und. Grauen? Weißen Cockpit, stelle ich wieder. Weiße Farbe, Sand und. Kies. Okay, das kriegst du auch rein. So. Aber bei der roten Farbe scheitert schon. Warum? Rote Blumen pflücken. Es ist Nacht. Dann lauf ich an der roten Blume vorbei, ohne die zu sehen. Dann schlaf, ich bin im Nether. Ah, du bist im Nether. Ah, okay. Dann mach ich das. Moskito, wo bist du? Crimson Forest, ja, bin ich. Okay, bei mir fahren sie wieder. Ich finde diese Bilanz so kurios. Ich bin in diesem Spiel häufiger durch meinen Mitspieler gestorben, als durch die Mobs, die dafür eigentlich vorgesehen sind. Ich würde sagen, richtig so, Draco. Apropos, ich habe fürs nächste Projekt einen Vorschlag. Du wirst sowieso nicht dagegen haben, so wie ich dich kenne. Ich würde mal jemanden fragen, ob die Person Bock hat, vielleicht mal mitzuspielen. Nein, nicht Justin. Brauchst du keine Angst haben, Darko. Ne, ich wollte mal Tyrox fragen, ob er wieder Bock hat, mit uns mal ein Projekt zu starten. Jo, klar, komm so gerne. Außer der Server leckt. Ja, wir würden ein Dreier-Team dann tatsächlich machen. Ja. Kein Problem. Weil ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn das, wenn dort mehrere Teams sind in dem Pack. Und das wäre dann ein 1-12er Pack tatsächlich. So, hier gibt's keine Moskitos! Die können nicht so selten sein. Kannst du dir eventuell mal ganz kurz in dem Buch das übersetzen lassen von dem Crimson Mosquito? Weil nicht, dass ich jetzt hier rumrenne, hier passiert nichts und ich muss vielleicht irgendwas machen, dass die Viecher auftauchen. Ich muss das Buch erstmal herstellen. Ich habe schon wieder einen Picklinghausen entdeckt. Oh, cool. Was ist das Buch denn? Animal Book. Ah. Ha.
Das Buch hast du bei dir wahrscheinlich. Ja. Ah, okay. Muss ich kurz. Ich hab das Buch. Ich hab das Buch immer dabei, weil das macht sich unterwegs echt gut. Hat gar keine Kacke mehr, schön. Doch, Pflanzenkiste. Ja, weil die angebaut. Ja, weil ich dort mein Shredler rumlaufen habe. Also. Deswegen lasse ich die da erst einmal und so weg. Pflanzenkiste, Netherkiste. Wenn du reinkommst, links hinten. Reinkommst, links hinten. Holzkiste. Ah, da. Ein Kaktus. Okay, hier ist wieder Picklinghausen. In so einer Festung möchte ich nicht mehr sterben. Und da liegen einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 und 6, 5, 16 Goldblöcke frei. LOL. Da will ich jetzt hin. Jetzt mit Goldblöcken. Keine Ahnung, ich will da einfach hin. Da sind noch Quarzlabs dran, das sieht aus wie irgendein Viech. Aber hier sind überall Schweinemonster. Grizzlybär? Nein. Roadrunner? Nein. Crimson Mosquito. Ah, du bist auf der nächsten Seite. Ah, da. Scheiße, ich will da runter. Gefunden wird es auf jeden Fall im Crimson Forest. Bin ich. Im Crimson Forest bin ich tatsächlich. Aber okay, kein Vanilla-Feature hier. Also dieses Biest versteckt sich die ganze Zeit und wartet auf warmes Blut in der Nähe von Tieren oder People. Ist halt eine ganz normale Mücke eigentlich. Wird sich vollsaugen und dann wegfliegen. Okay, das heißt... Nein! Ah! Penis! Megaschwein! Oh. Hui. Also muss ich mich jetzt hier AFK hinstellen, warte, mich angeknabbert werde oder wie? Nö. Das Teil versteckt sich zwar, aber das spawnt ja nicht einfach so, das ist irgendwo. Also musst du es einfach finden. Hide and Seek spielen. Verstecken spielen. Wow. Tipps haben sie in dem Buch übrigens nicht genannt, ob es da irgendwelche Tipps und Tricks gibt. Dazu steht da ja, nichts. Ja, ich muss erstmal gucken, dass ich hier nicht zu dem Megaschwein runterplumpse. Leute, renne ich jetzt die ganze Zeit hier rum und suche so ein Viech? Boah, das ist ja mal Upturn pur. Oh Mann. Und so ein Straddle habe ich auch nicht mehr gefunden. Scheiße. Das ist doch kacke. Ja gut, für einen Straddle bist du glaube ich im falschen Biom, oder? Ja, ich musste aber durch eins durch tatsächlich. Sag mal, überleben. Warte. Bin wieder da. Warst ja lange weg, Justin. Über eine Stunde. Nee, genau eine Stunde. Aber echt, ey. Ey, fast zwei Stunden. Meine Güte.
Bin kurz weg. Da sehen wir schon wieder dein Zeitgefühl. Das ist einfach nicht vorhanden. Vielleicht hat er ja eine Freundin und hat sich festgequatscht. Da hat Feige den Schwanz eingezogen und ist weggerannt. Nee, stimmt nicht. Stimmt gar nicht. Da warst du gleich da. Ich habe Ike Space infiltriert und habe ihn mit seiner eigenen Minigun abgeballert. Ja, obwohl du die Quest noch nicht mal hattest. Das war mir in der Situation scheißegal. Ich hatte gehofft, dass die ein bisschen mehr Damage macht. Du hättest ja vorher die Waffen mal angucken sollen. Die sind mitten auf deinem Aussichtsplateau, als würde ich da ewig lang... Du brauchst nur in die Dinger reinklicken und dann siehst du die Waffen schon. Ja. Trotzdem hättest du mich gesehen und abgeballert. Hätte ja da nichts geändert. Tatsächlich, ich hab halt erstmal gar nicht darüber geguckt. Ich hab mich zum Schluss nur gewundert, wo die Schüsse herkamen. Oder war die Luft beim Reden weg? Also, ich weiß auch gar nicht, was da noch gewesen wäre. Wahrscheinlich auch deine extrem geile Sniper, aber dafür hätte ich keine Munition gehabt. Ja, aber ich meine, es ist ja aufgerüstet. Mit allen möglichen, was man da reinklatschen kann. Ja klar, aber die wäre da, die hätte wäre da rumgelegt, oder? Irgendeine. Nee, ja, eine Standard-Sniper dort, genau. Ja, okay. Ich hätte eh keine Muni gehabt dafür, also. Ist ja auch egal. Ja, ich habe für alles Munition. Ich crafte mir die einfach. Oh, das nervt, so ein Viech hier zu suchen. Aber du hattest ja auch eine Aufgabe, nur das mit dem Reinforced da rauszukriegen. Hast du das aber hinbekommen? Ich hatte die Aufgabe mit dem Segel. Catch the Wind von dir. Echt? Ja. Jetzt hab ich's ja rausbekommen. Jetzt musst du das Reinforced rausfinden. Oh nee, das sind drei Schweinepriester. Tschüss. Ich hab fast den ganzen Weitenzieh hier abgekämmt. Das kann doch nicht sein. 100% sicher, dass das ein Crimson Forest ist? Ich kenne mich da nicht aus, was das ist. Biom Doppelpunkt Minecraft Doppelpunkt Crimson Unterstrich Forest. Ja, okay. Es ist ein Crimson Forest. Au. Ich bin doch hier das. Na, warte mal, wenn die Schweine in der Nähe sind, die haben ja auch warmes Blut. Aber trotzdem. Ich bin jetzt aktuell der Einzige hier mit warmem Blut. Was passiert, wenn ich Baby-Kroko hier rauslasse? Kommt dann so ein Viech an? Schnappi! Ja. Spring Schnappi in die Lava. Ey, das fällt halt voll auf in dem Biom. Das ist das einzige Grüne. Komm wieder mit. Wenn du ausgewachsen bist, dann krieg ich Dark und ich. Was? Ja. Vorher klatscht dem so viele Herzen rein. Hoha. Joch. Ja, aber wie kriegt den? Muss gegen den kämpfen, oder wie? Vielleicht, mal gucken. Mal gucken, ob ich den überhaupt hochboosten kann mit Herzen. Ohne, dass ja, er getamed ist. Achso, er ist nicht okay. Nee, das war ja das, was nicht getamed war. Nee, dann glaube ich nicht. Ich gehe jetzt mal in dieses... Ich will hier eigentlich gar nicht rein. Ich habe schlechte Erfahrungen damit. Seitdem mein Grab weg war. Ja, komm, das war ein Bug. Also wenn das zweimal passiert, dann... Oh, da liegt... Nö, nicht mit mir. Wo ist denn der hin? Ha! Der ist jetzt auf den Rocket Launcher verschossen. Jo.
Und was war da? Nicht. Doch. Sowas da, mit Rüstung. Ja, wow. Etwas, was du mit der Piste wandeltest. Nee, tatsächlich nicht. Die waren schon angedamaged. Ich will einfach nur zur Kiste. Wow, und Lodestone. Wow! Modpack, du hast es mir wieder bewiesen. Wieder bewiesen, dass du cool bist. Oh, Waschbär! Ich hab für dein Drecksbuch so einen Schwanz verbrauchen müssen. Hättest du eine Gazelle gekillt? Ja, und was hätten wir das gemacht? Ey, du hättest von der Gazelle das Ding nutzen können. Ich glaub, bei mir aber nur Fliegenfleisch, Schlafflasch. Dann machst du was falsch. Hier sind doch sonst mehrere Kisten. Was ist denn mit dir los? Tja, du hinkst mal im Loch fest. Ganz viele Schweinchen. Ob das so gut ist? Oh Mann, lange halt. Ich muss mal durch. Kann man so müde sein? Ich war gestern Abend aber auch saumüde. Ich hab noch ein bisschen gezockt an der Playsy. Ja. Playsy aus, ins Bett und ich war weg. Es ist entweder das Wetter oder eine Kombination aus allem möglichen. Danke Crafter Live für dein Raid. Moin. Ja Darko, jetzt musst du aushalten. Es sind 30 Leute dazu gekommen. Ja, das kann ja nicht gehen. Ja, Moment. Wer ist Jamie? Warte mal, ich komm grad gar nicht hinterher. Danke für den Follow, MaxiDog, KielMC, CrafterLife und Eileen017. Gar nicht mehr auf, Darko. Darum halte ich jetzt gerade einfach nur meine Klappe. Ich muss mal ganz kurz zurück nach Hause hier. Erstmal hallo an alle, die jetzt im Stream dabei sind. So, danke B1 Caesar und Kirby the Pumpkin für den Follow. Danke, danke dafür. Hier, da kommt wieder ein Ende. Hallöchen, Hallöchen. Kirby the Pumpkin. Englisch ausspringen, ja. Darko, ich habe wieder ganz viel Zeug für dich mitgebracht. Will ich das Zeug? Nö, aber du kriegst es trotzdem irgendwann. Peace. Wenn auf einmal aus deinem Haus ein Riesenpilz wird, ich weiß nicht. Doppeltes Fies. Ich habe immer noch keine Straddler gefunden. Hi Nitro Pro! Ach,
48 Schuss habe ich noch. Ja, danke, du kannst dir auch so eine Pokébälle craften und mal nach Stradlern suchen. Wie heißen die Teile denn? Stradler. Nein, die Bälle. Mob Capture Device. Ha. Na, danke. Warte mal, hier hinten hatte ich die gefunden, glaube. Nach da. Follower habe ich jetzt. Ich habe mein Follower-Ziel erreicht, tatsächlich. Jetzt müsste ich eigentlich mal ganz kurz das hier anschalten. Yeah! Follower-Goal! Mein imaginäres Ziel. Ja, ich hab's gerade angeschaltet, es müsste gleich schon auftauchen. Ah, gut. Er ist da. Ach, bei mir in der Vorschau tatsächlich noch nicht. Guck, bin schneller. Schön, schön. Aber wie komme ich zu der Ehre? Stradler, genau. Die gehörnten Viecher. Jetzt ist die Frage, droppen die auch die Scales, wenn ich die mit der Pistole abknalle? Von Gotthoff würde ich sagen, ja, du kriegst nur nichts für die Quest, wenn das irgendeine Questbedeutung hat. Nee, ich brauche ja nur die Scales zum Craften für das Board. Ah, okay. Na, dann müsste das gehen. Ich müsste tatsächlich erstmal welche finden. Das verstehe ich auch nicht, das hab dich vorgeschlagen. Danke dafür! Danke, danke! Das hätte ich jetzt nicht erwartet, tatsächlich. Du wärst ja auch schön eitel, wenn du erwarten würdest, dass du... Okay. Warte mal, ich hab irgendwas, du hörst dich an wie Jamie. Von Dominic dich oder mich meint. Ari. Was? Dominic Raw. Das sag ich jetzt einfach mal. Jamie? Ich kenn tatsächlich keinen Jamie. Und. Ja. Ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Höre ich mich so jung an? Weil doch einfach ein stinknormaler Vergleich sein mit einer Person, die die kennt. Ja, klar, aber ich gehe halt meist davon aus, dass viele 14-, 15-Jährige Streams halt schauen, vor allem Minecraft-Streams. Und ich bin ja schon ein alter Sack. Wortwörtlich. Naja. Ja, okay, so alt wie... Nein, oh, schweig ab. So alt wie meine Ex bin ich dann auch wieder nicht. 80. Das macht's nicht besser, dass du eine Ex hattest, die 80 ist. Ey. Ich feier trotzdem noch meine Tochter, ey. Die Mama ist dick. Was? Das sagt meine Tochter wirklich, wenn die bei mir ist. Die Mama ist dick. Ohne dass ich das eingeredet habe. Niemals. Das sagt die wirklich. Das hat die auch gesagt, wo meine Schwester hier war am Sonntag.
Ich fühle mich schon wieder verarscht von dem Pack, ne? Vorhin habe ich Straddlers ohne Ende gefunden. Jetzt finde ich keinen mehr. Ich bin fertig. Was? Am Tagesziel. Alle meine Waffen einmal in die Hand genommen? Was? Nein. Kann ich auch nicht schon verschicken. Die Go-Kart-Strecke ist fertig. Also die Rennstrecke. Ja, dann komm mal in den Nether und such so eine Straddlers. Ich brauch die. Ich würde halt die Quest heute gerne noch fertig kriegen. Schönen Abend, Justin. Tschü. Ich habe hier noch ein paar Blöcke. Das wird eine Katastrophe. Aber gut. Ja, die können wir ja. Ja, wann wollen wir die Strecke überhaupt fahren? Heute nicht mehr. Nee, sowieso nicht. Ich dachte, hier wären welche. Nö. Das mobbt mich schon wieder, das Pack. Das ist. Nee. Einfach nö. Oh, dann muss jetzt Papi auch noch mal ins Nether gehen. Wenn der Ike nichts findet. Ich find alles. Weißt du? Schick mich da ihr auf Höhe 11 und ich farm die Netherite ohne Ende. Willst du mir das, wenn ich das Dingsbuch sende? Nee. Siehst du auch, dass er so für die Netherite farme? Ich hab dir dann nur ein Teil gesucht. Ich hab meine Zeit verschwendet. Ich brauch ja nicht nur eins. Was? Ich brauch nicht nur eins. Ich brauch mindestens zwei mit der Hoffnung, dass das Skates rauskommt. Du brauchst. Zwei Skates hab ich ja schon. Und ich brauche für das Board 4 Skates und 3 Netherite. Okay. Und Netherite ist ja halt, wie gesagt, bei mir nicht das Problem. Nein. Autsch. Autsch. Au. Und du brauchst jetzt diese komischen großen Viecher, die mit Fischen schlafen. Ja. Ja, genau. Cool. Könnt ihr denken. Was, du hast schon welche? Könnte legen. Ja, ich bin schon im Lava gelaufen. Alles gut. Schlimmer kann es nicht werden. Vogel! Boah! Wegen was? Hä, was ist denn jetzt los? Ich spawne in der Luft. Ohne alles. Und sehe nur, dass ich nach oben steige. Warte mal. Ich bin ja immer neben dem Ding gespawnt, in der Mitte von dem, von dem 3x3-Teil. Ich bin genau bei dem Strahl und sogar noch unten, weil ich wahrscheinlich gesneakt habe im Portal. Alter. Warum sneakt man im Portal? Warum? Verrat mir das. Ey, Darko. Also, du hast nur Feuer Resistance auf deiner Rüstung. Dir dürfte sowieso nichts passieren. Ich hab Fire Resistance, aber es hilft mir nichts, wenn ich 40-50 Blöcke tief falle. Warum nicht? Wenn Lava unten ist schon. Du mich auch. Ah, oh, Darko, ey. Das nächste Projekt wird so chaotisch werden. Vor allem, wenn echt Tyrox mitmachen sollte. Nur
zusammen. Mit einem Questbuch, mit einem, und ich darf mir 10 Quests aussuchen, die ich nicht mache. Anders. Ein Questbuch als Team, also jeder hat ein Questbuch, ist klar. Als Team. Und du machst, was ich verlange. Wenn ich mir die Mods aussuchen darf. Die in diesem Pack enthalten sind. Es ist ein. Nö. Warum? Ja, weil wenn da was, was ich. Horrorbeispiel Twilight drin ist, dann kannst du mich zum Teufel jagen. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, ob die drin ist. Hör mal auf! Wohin laufe ich jetzt eigentlich? Oh, falsche Richtung. Wollte mich der Typ tatsächlich anspucken? Ja. Ich höre ganz viele Blazes. Komm weg hier. So. War ich hier überhaupt schon mal? Nö. Ich fange gerade an aufzudecken. Cool. Kann ich ja lange suchen nach dem Viehzeug. Oh, das ist aber auch so eine endlose Suche. Ja, wie mit dem Moskito halt. Und ich stelle mich hier, oder ich laufe hier wirklich jetzt stundenlang durch den komischen Wald und suchst so ein Moskito, also da würde ich das lieber offscreen machen. Das Biest einfangen. Ist zwar dann doof, dass ich die Quest erfülle, weil ich ich begegne dem Viecher dann. Aber ja, noch, genau. Alles andere würde ich dann wieder im nächsten Stream machen, wenn ich die gefangen habe. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass du für die anderen Viecher irgendwas brauchst von denen, entweder die Larven oder den Schnabel. So, jetzt bin ich schon mal im richtigen Biom. Ich hab eins, ja, au. Eingefangen. Warte mal, war das dann zweites? Oder war das nur so ein Fisch, was sie spucken? Okay. Ich glaube, das war nur so ein Fisch. Ich höre die scheiß Stimme, aber hier ist nicht mal ein Mob. So ein komisches Fauchen? Hauchen? So. Ja. Das höre ich hier auch immer. Ich glaube, das ist von der Mod. Ich hab mich schon gefreut, dass ich beim ersten Versuch gleich so einen Mob finde. Alter, ich lebe hier auf gefährlichem Fuße gerade. Man erschreckt mich nicht so. Das ist furchtbar. Ich würde halt auch gerne nochmal so einen fetten Frosch für dich finden. Und dich einfach mal gegen den kämpfen lassen. Er ist weg. Also weg wie nichts. Du weißt, welchen ich meine. Ja und? Du darfst nur Eisenschwert und Eisensachen nutzen, so wie ich damals. Ja, nö. Na doch. Was kann ich dafür, dass du so blöd warst und da schon reingehst zu der Zeit? Boah, Quest, dass man da reingeht. Ich grab mich jetzt hier nicht durch.
Ach hier, und die Zeit nach Weihnachten, wo meine Kinder rein theoretisch 2 Wochen bei meiner Ex sind, kommen sie vom 27. bis 28. oder vom 27. bis 29. Zumindest meine zwei Kleinen zu mir. Ich kann gerade überhaupt nicht folgen. Warte. Ich bin gerade in dem Maul von diesem Viech. Ich wusste nicht, dass das geht. Von so einem Skelettwurm? Ja. Ach, pass auf, die schnappen nach dir. Ich hab der zieht mich halt in die Lava rein. Ja, dann musst du hochschwimmen. Egal. Ich habe ihn jetzt gekillt, hab zwar nur noch die Hälfte an dem, aber jetzt kann ich. Was wolltest du eben sagen? Vom 27. bis 29. maximal bis 29. mindestens bis zum 28. sind meine zwei Jüngsten hier. Okay. Weil meine Ex da umzieht, der Große hilft ihr dabei und ich habe gesagt, na gut, dann nehme ich die Zwickläden zu mir. Können Sie mir ein bisschen helfen? Ganze Weihnachtsdeko wieder abbauen. So schnell? Du, das was ich hier habe, ist scheiße. Ist so, ja, nee, scheiße auch, nee, das nicht, aber allgemein schon zu viel. Ich mache sonst nie so ein Aufriss. Ich weiß ja nicht, wie viel du da hast. Naja, hinter mir leuchtet ganz viel. Ne, ich hab sonst eigentlich schon bei den Kindern am Fenster was. Was eh keine Sau sieht. Hi, Gas. Ja, dann halt im Wohnzimmer. Ich hatte immer so ein kleines Tannenbäumchen. Ich hab gesagt, ich muss hier so einen fetten Baum haben. Lohnt sich nicht für den einen Tag. Zu Besuch kommt eh keiner. Ja. Jo. Dieses Mal ist ein großer Baum da. Viel mehr Leuchtelemente. Und das Gebastelte von meinen Kindern natürlich alles. Aber nächste Woche kommt die erstmal wieder normal, oder? Ja. Ja, rein theoretisch ist es ja jede Woche Wechsel. Bloß halt nach Weihnachten ist es so, sie werden theoretisch 2 Wochen bei meiner Ex, weil sie sonst 3 oder 4 Wochen im Monat bei mir wären und bei ihr nur 2 oder 3. Und da haben wir halt gesagt, gut, die bleiben wie letztes Jahr von Weihnachten bis Neujahr bei ihr. Und die erste Woche im neuen Jahr, da kommen sie dann zu mir. Naja, und ich hatte aber auch schon gesagt, am 27. hätte ich gern mindestens ein Kind. Also, weil ich ja, du kennst ja mein Problem. Ja. Und meine Kinder können mir da gut helfen. Und da hinten sehe ich das nächste Vieh rumdaddeln. Ich muss nur da hinkommen. Ach, hier unten ist ja noch eins. Okay, ich hole mir das. Hast du gesehen, welches Achievement ich auch endlich habe? Return to Sender. Was ist das? Na, Gasding zurückschießen. Na gut. Ja, und den halt auch killen. Das ist Vanilla-Wissen, Darko. Heißt aber nicht, dass das jeder weiß. Die Folge, die morgen auf YouTube kommt, heißt bei mir zum Beispiel Return to Sender. Ja. Komm mal her, komm. Ja, ich hab schon mal 3 von den Viechern, Darko. Und ich höre einen Wurm. Ich bin aber auch wieder zurück. Ja, ich auch. Ich klatsche jetzt noch, gucke noch, wie das mit dem Board ist. Und dann denke ich mal, 21, 16 werde ich auch raussehen für heute. Straddler, genau. Ey, wir hatten hier die Tür offen gelassen. Ne? Sollen wir die Tiere abhauen? Kann nicht gewesen sein, ja. Ich muss mir ja in Eile dieses Kaktus klauen. Also ja, das werden wir nicht gewesen sein.
Aber seid ihr nicht eingesperrt? Was? Die Tiere. Warum? Bär läuft hier rum und Strider. Die war noch nie eingesperrt, der eine Bär. Der war angelangt. Ja, keine Ahnung, wo die da hin ist. Das war's nicht mal, du. Ey, ernsthaft? Ich hab zwei geklatscht und keine Scale rausbekommen. Bei dem auch nicht. Heißt auf gut Deutsch gesagt, das wird heute nichts mit der Quest. Nee, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Ich habe sonst noch keine mehr zum Abgeben irgendwie. Och Mann, das ist scheiße jetzt. Das Ride Strider wurde ja nicht akzeptiert. Und mein Krokodilei habe ich ja aus Versehen zertreten. Ja. Was habe ich denn hier noch? Crocodile? Das war, ich glaube, Schnappi. Hier ist mein Strider. Hier habe ich noch zwei Knochendrachen und den Frosch. Oh yeah, Darko. Der Frosch. Angeblich der Ernstfeind. Ja gut, ich wünsche euch allen noch auf jeden Fall einen schönen Abend. Ich weiß ja, dass du noch... Nee, ich mach jetzt... auch nicht mehr weitermachst. Nee. Ich muss ja auch noch was essen. Ne? Ich habe heute noch nicht gefuttert. Und auf jeden Fall euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen und... Ciao, ciao. Jo, tschüss, tschüss. Ja, und ich werde den Stream jetzt hier aber auch beenden, denn ich bin fast 6 Stunden am Stream.